Ein Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 3, meine lieben Freunde. Weiter geht's. Heute machen wir mal ein paar Schlägermissionen. Ja. Mal gucken. Bin ich ja mal gespannt, wie das geregelt ist. Ob das geregelt ist, so wie mit diesen ganzen Attentat-Nebenmissionen, von wegen, du gehst da hin und dann gibt der oder sie oder wer auch immer hier die ganzen Aufträge, oder ist es nur eine einzelne Schlägermission? Mal gucken. So, gleich mal die Fäuste auswählen. Gleich wird was auf die Omme gehauen hier. So, die Schläger von Boston. Hältst du dich für härter als Gänseschmalz, ja? Ich organisiere ein Turnier für Jungs wie dich. Doch es kann nicht jeder mitmachen. Du musst dich erst beweisen. Hier ist eine Namensliste. Besiege diese Raufbolde, dann bist du dabei. Dann sehen wir, wie hart du wirklich bist. Boah, ich bin so hart, ey. Du willst gar nicht wissen, wie hart mein Teil da. Das lassen wir einfach mal. Da wollen wir nicht weiter eingehen. Wo sind jetzt eigentlich diese Raufbolde, die ich erlegen soll? Achso, die sind jetzt noch in Grenzland alle verteilt. ETF, was wollt ihr denn jetzt alle von mir? Ich wusste gar nicht, dass die auch noch in Grenzland und sonstigen Kram sind, ey. Ich dachte, die wären hier jetzt alle hier verteilt irgendwie. Auch sehr schön, ey. Naja. Keine Ahnung, wie ich das jetzt regeln werde. Ich glaube, ich. Ja. Dann würde ich sagen, ab ins Grenzland, ne? Wir haben ja keine andere Wahl mehr oder weniger. Kurz nochmal gucken. Vielleicht sind jetzt auch ein paar Prügel-Nebenmissionen da irgendwie. Stadtschreier? Ne, das wollen wir nicht. Bürgerwehr. Interessant. Ne, hier sind keine Nebenmissionen. Hä? Wo ist mein Grenzland? Ich wurde irgendwie hier gerade nicht angezeigt. F1 Legende? Nein. Hä? Verarschen? Alle Symbole hier. Animus wird synchronisiert. Schön, wenn er synchronisiert wird. Ja, Karte. Habe ich was verpasst irgendwie? Mir wird irgendwie gerade noch das Gebiet hier angezeigt. Ich will das Gebiet hier nicht mehr haben. Warum kann ich nicht mehr ins Grenzland einfach jetzt hier schnell reisen? Ja, dann mache ich das halt so. Grenzland. So. Hä, kapiere ich nicht. Ist es jetzt wegen dieses Privat irgendwie? Oder was ist los? Ach, nicht dahin. Dahin. Hä, warum kann ich denn jetzt nicht auf die Karte vom Grenzland einfach gucken? Hä? Muss ich das verstehen? Ich glaube nicht, oder? Kapiere ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Dann lad mal. So. Können wir jetzt. Ah, jetzt dürfen wir rauszoomen. Ah, okay. Verstehe. Interessant. Da wäre auf jeden Fall schon mal die erste Schlägerdingens-Mission. Ja. Ich würde sagen, wir machen eine Schnellreise zu New York. Und dann sind wir auf jeden Fall schon mal in der Nähe von dieser Schlägermission. Damit haben wir auf jeden Fall keinen so großen Laufweg oder so. Von daher. Bloß eine lange Ladezeit. So, und da wäre es auch schon. Kein Pferd irgendwie in der Nähe. Das ist natürlich scheiße. Aber ich hätte ja eine Hundepfeife. Ey, das vergesse ich immer. Die habe ich ja auch noch. Hundepfeife. Mann, ich sage immer Hundepfeife. Die heißt ja Pferdepfeife. In manchen Parts habe ich auch wirklich gesagt Hundepfeife. Ey, da dachtet ihr bestimmt schon, Alter, was hat denn der Zero jetzt wieder geraucht? Hundepfeife? Das heißt nicht Hundepfeife, das heißt Pferdepfeife. Aber naja, wahrscheinlich ist das einfach wieder verwirrt. Ja, da bin ich immer etwas verwirrt. Ich sag öfters Hundepfeife. In manchen Parts habe ich mich echt ein bisschen krumm gelacht.
Wo ich das mir nochmal angehört habe, da dachte ich mir ja schon, hä? Zero. Mann, oh Mann, oh Mann. Und die Wachen gehen mir gleich auf die Eier oder was? Hoffe ich mal nicht, ey. Und dann schwimme ich halt da schnell rüber, auch gut. Und die Schlägermission wird mir irgendwie nicht mehr angezeigt, was ich auf jeden Fall sehr, sehr scheiße finde. Weswegen ich die jetzt einfach so markiere. Auch gut. So, dann wollen wir den gleich eine auf die Omme hauen. Mal gucken, wie viel da noch welche wollen. So. Peter Bonjon irgendwie. Willst du eine Tracht Prügel? Dann lass. Ach, da unten gleich noch mehr hier rauf auf mich. Auch geil. Yeah. So. Schön in die Eier. Jawoll. Und den auch nochmal. Ja, so muss das sein. Na komm, schlag doch mal richtig zu. Was denkst du, was ich hier mache, Kollege? So. Und dick auf die Fresse. Okay, am besten ist bei den Typen nicht einfach normal zu kontern. Also nicht E und linke Maustaste, E und Leertaste. Wegen des normale Kontern bringt bei ihm nicht so wirklich viel, wegen er kontert dann immer sofort zurück. Er ist erstaunt. So, gleich ist er down. Und? Jetzt. Jawoll! Aufs Kreuz gelegt. Schöne Ding. So, den hätten wir besiegt. Noch jemand im Grenzland? Schaut nicht so aus. Oder muss ich es jetzt hier noch aktualisieren? Den Seemann in New York finden und... Okay. In New York. Jetzt müssen wir nach New York. New York, New York. Da ist er. Irgendwo ein Versteck, der gute Hans. Der wird mir bloß jetzt gerade noch nicht angezeigt, aber gleich hoffe ich jedenfalls. Und dann geben wir den Kollegen noch eine Jute auf die Arme. So, wo ist er denn? Alter, wie viel Attentat, Alter, wie viel Befreiungsmissionen hier sind, mein lieber Scholli, ey. Da werden wir auf jeden Fall unseren Spaß haben. Naja. Wo ist denn jetzt die Schlägermission? Ach, da. Eine Schnellreise irgendwie... irgendwo. Was? Was war denn das gerade für ein Sound? Was? Hä? Auf einmal ertönt da so eine laute Musik. Was, hä? Alter, was geht denn ab, ey? Ich dachte mir auch jetzt gerade schon, Alter, was geht denn jetzt los hier? Nirgendwo kann man hier gerade eine Schnellreise machen, was ich auf jeden Fall sehr scheiße finde. Ha. Wir könnten höchstens da eine Schnellreise machen. Ja, machen wir auch am besten, glaube ich mal, oder? Ja, ich glaube, das ist dann ein bisschen kürzer, der Weg. Nirgendwo können wir eine Schnellreise machen. Nirgendwo, ey. Nirgendwo ist ein Tunnel oder so. Oder die habe ich auch... Oder die habe ich einfach übersehen. Könnte ja auch sein. Mann, jetzt kann ich das mal da hinlatschen, oder was? Boah. Mann, oh Mann, oh Mann. Na, Prost Mahlzeit, ey. Das wird ein langer Weg, ey. Naja, auch gut. Ich frage mich immer noch, was das gerade für ein derbes Geräusch war, ey. Was da gerade kam. Auf einmal so riesig laut und was geht denn ab? Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Naja, auch gut. Dauert auch nicht mehr so lange. Naja, obwohl, das dauert auf jeden Fall noch eine Weile. Ich könnte ja eigentlich wieder meine Pferdepfeife eigentlich rausholen, aber... Obwohl, da ist ja ein Pferd, von daher... Nehmen wir das eben schnell. So, und los, Jolly Jumper, aha! Dann mal go, go, ey.
So, jetzt hier durch. Dankeschön. Dauert nicht mehr so lange, bis wir da sind. Was? Was? Die kranke Hunde erledigen. Auch geil. Nein, danke. Ich will noch hier den Seemann auf die Oma hauen. Das ist auch so ein kranker Hund. Ole, ole. Interessiert mich aber reichlich wenig. Denn ich muss jemanden auf die Oma hauen. Und zwar den Seemann. Mal gucken, wie viel der drauf hat. Bestimmt ist er auf jeden Fall stärker als der vorige. Der Seemann. Ja, noch ein Herausforderer. Alter. Hauen die ein auf die Oma, ey. Mein lieber Scholli, was der raushaut. Was, der ist down? Was war denn das gerade für ein geiler Move? Was war denn das gerade am Ende für ein geiler Move, ey? Erstmal zum Seemann und dann wieder zu den Typen. Die Schmuggler im Boston, okay. Alter, der ging aber recht schnell down. Der hat mir am Anfang ordentlich einen gegeben, da dachte ich mir schon, oh, das wird schwer. Und dann habe ich den ordentlich einen gegeben und dann dachte er sich, oh, ich bin K.O. Recht gut geschafft auf jeden Fall. Sehr nice. Dann wollen wir mal den nächsten einen auf die Oma hauen. Ich hoffe mal, der ist gleich in der Nähe irgendwie oder in der Nähe von einer Schnellreisestation. Und wo ist er? Ah, der ist. Der ist da. Geil, der ist gleich in der Nähe. Hammer, hammer, geil. Achso, den sollen wir gar nicht einer auf die Oma hauen. Ich glaube, das ist wieder der Typ, wo wir die Mission gestartet haben, oder? Kein Plan. Mal gucken. Was machst du denn jetzt hier wieder, Connor? Mann, Mann, Mann. Nee, da sind wieder mehrere. Gleich gibt's wieder mal eine auf die Oma. Und zwar, wie heißt der nochmal? Der heißt der Schmuggler. Du bist von der Rauferei hier? Ich geb dir, was du suchst. Na, dann wollen wir mal. Der erste wäre auf jeden Fall down. Der zweite auch. Und der nächste auch. So. Jawohl. Und jetzt kommst du dran, Kollege. So. Was? Was jetzt? Ich geb dir gleich mal jetzt. Irgendwie habe ich hier gerade zwei Schmuggler. Finde ich gar nicht geil. Ja klar. Einfach mal mehrere Schmuggler hier, oder was? Naja, vermöbel ich die auch noch. Kein Problem für den Connor. Jawohl. Oh ja. Ja, das war's. Da ist der letzte. Hansi. Die haben wir ordentlich verhauen. Definitiv. So, Kollege. Jetzt komme ich mal zu dir nach oben. So, wie schaut's aus? Willst du einen auf die Oma haben? Ja, willst du? Willst du? Okay, kriegst du. Mach einen Abflug. Jawohl. So. Der wehrt sich irgendwie gar nicht. Ziel ist gestorben. Ach, das Ziel ist gestorben. Oh, der wurde anscheinend da total zerranzt. An das. Oh, das tut weh. Kann ich die Mission gleich wieder neu starten? Oder muss ich erstmal wieder 10 Stunden warten irgendwie? Oh Mann, warum ist das Ziel denn jetzt gerade gestorben? Warum hing es denn da? Das war bestimmt total verbuggt gerade. Deswegen, das sollte bestimmt nicht so sein, dass der da jetzt stecken blieb. Oh ja, cool. Die Mission ist wieder aktualisiert. Hammergeil. Mann, oh Mann, oh Mann. Dann wollen wir es halt nochmal gleich machen. Letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Du bist von der Rauferei hier? Ich geb dir... Bla bla. Ich hau euch alle nieder. So. Ich auch nochmal, Kollege. Kein Problem. Nebenbei. Geile Animation. So. Und zack. Nix jetzt nochmal mit deinem scheiß Schmuggler-Freund. So. Boah, den gehen wir es aber ordentlich gerade, ey. Mein lieber Scholli. So. Und der auch nochmal. Oh, der ist nochmal du. Auch gut. So.
Na? Und? So! Na, geh down. Jawohl. Jetzt kommen wir wieder zu dir. Ach, da bist du ja schon. Hammergeil, Kollege. Na, komm runter. Und dann komme ich halt hoch. Auch gut. Wehe, du bist jetzt gleich wieder tot. Komm mal her. Ist das Wasser tief hier? Nee, ne? Nee, hier kannst du dich ertrinken. Super cool. Nicht, dass er gleich wieder hier ertrinkt, ey. Mann, oh Mann, oh Mann. So. Dann greif mal an, Kollege. So. Und jetzt kriegst du eine. Oh ja. Den Schmuggler und seine Freunde... Freund besiegen, ja. Und jetzt? Den Stecher. Oh, den Stecher. Im Grenzland also. Interessant. Den wollen wir mal den Stecher erledigen. Mit unseren Fäusten. Und zwar reisen wir dafür zum Hafenmeister. Und verkloppen dann den Stecher. Mal gucken, was der so drauf hat. Wo ist er denn eigentlich nebenbei gefragt? Ah, der ist da. Oh geil, können wir da gleich eine Schnellreise hinmachen. Hammergeil. Sind wir dann gleich in der Nähe vom Stecher. Dann wollen wir den mal stechen. Oh Mann. Ich finde aber die Prügelmission recht leicht, aber ich glaube, das wird dann schwieriger, wenn wir in dieser Prügelliga sind. Wir verprügeln ja jetzt gerade nur diese Leute, damit wir in diesen kleinen Wettkampf da reinkommen. Und die haben bestimmt dann noch mehr drauf. So, da das noch weit entfernt ist, holen wir gleich unsere Pferdepfeife und nicht die Hundepfeife. Oh Mann. So, dann wollen wir gleich dahin reiten. Dauert dann nicht mehr so lange. So einfach hier durch, ne, reiten. Ja. Glaub, das geht am besten. Denn mal hier, Jolly Jumper, du alte Sau, du. Schneller, schneller. Okay, hier ist es schon wieder ein bisschen Ende. Ja, was heißt Ende? Wir können hier einfach hochrennen. Hochrennen sei schon, hochreiten. Und dann wieder hier runterreiten. Dauert auch nicht mehr so lange, bis wir da sind. Aber der ist da irgendwo oben, das ist ein bisschen blöd. Von daher reiten wir gleich auch nochmal nach oben hier. Ich sehe den bloß jetzt gerade gar nicht mehr auf der Minikarte, aber da ist er. Irgendwo da ist er. Da sind sie. Diese miesen Säue. So, der Stecher. Howdy, besorgt, Chadarillo. Du mich auch. So. Kollege. Jawohl. Und du auch nochmal. Wollo! Okay, Kollege, komm her. So. Okay, der hat auf jeden Fall schon mehr drauf, wie man ein bisschen sieht. Alter, hat der viel drauf. Mann, oh Mann, oh Mann, der ist schon auf jeden Fall viel, viel stärker. So. Aber der ist auch gleich down. Dauert nicht mehr so lange. So. Jawohl. Boah, der hatte schon... Ja, gleichfalls, Kollege. Der hatte auf jeden Fall schon mehr drauf. War es der letzte oder kommt da noch einer? Den Stecher besiegt, ja. Haben wir, haben wir. Der Seiler in Boston. Ole, ole, ey. Da kommt ja noch einer. Und zwar jetzt in Boston. Okay. Ich dachte, das wär's eigentlich, aber ne, da kommt noch einer. Der hatte auf jeden Fall schon sehr viel drauf, der Stecher, ey. Mann, Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Der war nicht so leicht als die anderen, der hatte schon mehr drauf. Da dachte ich kurze Zeit, oh, das schaffe ich nicht. Bauen wir nochmal, gerade nochmal so geschafft. So, wo ist er denn, der Seiler? Da ist er. Können wir irgendwie in der Nähe Schnellreise machen? Ja, beim Hafenmeister. Dann sind wir noch näher dran, ne? Ja, immer schön den ganzen Fußweg sparen.
So, dann markieren wir das nochmal, damit wir uns auch nicht verlaufen irgendwie. So, und dann schnell mal dahin zum Seiler. Ich weiß nicht warum, aber das erinnert mich irgendwie total an One Piece. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Stadt nochmal hieß in One Piece, wo die ganzen Schiffe nochmal hergestellt werden. Aber pass auf, dieser Seiler hat es jetzt ordentlich drauf, ey. So, der Seiler, Kollege. Oh, der schaut schon ein bisschen stärker auch aus. Lust auf den Kampf? Dann komm. Na, Prost Mahlzeit, ey. Okay, den kann man auf jeden Fall nicht mehr so einfach sogar kontern. Ey, ich bin echt gespannt, wie wir den jetzt besiegen sollen, ey. Was war das, ein Moriskentanz? Okay, den kann man auf jeden Fall normal noch abblocken. Alter, der ist viel zu stark. Da komme ich gerade gar nicht an. Alter. Da kommt nichts Unberechenbares von dir. Moment. Ey. Wie soll ich denn gegen den ankommen, bitte? Da kommt keine Faust von mir durch. Der blockt alles perfekt ab. Ey, der verpasst mir noch eine die ganze Zeit. Ey. Alter Falter, ey. Mein lieber Scholli. Lust auf! Greif ihn! Also seine ganzen Kumpanen, die sind ja easy. Keine Frage. Aber der Kollege. So ein Pech, altes Haus. Mutiger Versuch. Du bist zu vorhersehbar. Ey. Ich kann einfach nichts machen gegen den Typen. Okay, keinen Assassinen darf ich auch rufen hier. Wie gehe ich jetzt vor bei den Hans? Ich hätte da was. Ich könnte ja die ganze Zeit gegen diese ganzen Gegenstände werfen, wie ich es bei Hasem einfach gemacht habe, aber ich glaube, das klappt nicht, oder? Kann das sein? Versuch. Das war einfach. Probier nächstes Mal etwas anderes. Ey, ist der stark, ey. Alter Falter, ey. Boah, ey, echt kein Plan, wie ich gegen den da vorkämpfen soll oder vorgehen, ey. Ich hoffe auch mal nebenbei, das ist der letzte, ey. Der haut mich so locker down die ganze Zeit. Normal kontern bringt nichts, das blockt er total ab. Verteidigung durchsprechen bringt nichts, das bringt gar nichts. Es geht einfach gerade gar nichts gegen den Typen. Kommt nichts Unberechenbares von dir. So. Damit wären schon mal seine ganzen Kollegen down. Oh Gott. Du schlägst ja nur. So. Wie ich ihn auch gar keinen Schaden mache, ey. Mit keinem Schlag, ey. Hier drüben. Da kommt nichts Unberechenbares von dir. Ey, ich komm da nicht an, ey. Ah, genau. Das wollte ich haben. Schön gegen die Kiste. So könnte man das gut schaffen. Wo ist noch eine Kiste gegen... Da ist einer. Schön die Gegenstände benutzen. Wenn der Typ dann mal herkommen würde. So, da wäre noch einer. Kollege, komm her. Hallo, hier bin ich. Hallo, hier bin ich. Du schlägst ja nur. So einfach. Na komm. Ja, toll.
So kriegt man ja auf jeden Fall down, ey. Warte, kann man auch noch hier irgendwie benutzen. Sehr schön. Na, Kollege, dann komm mal her. Wenn es zu einfach irgendwie ist. Ja. Dass er nicht herkommt, ey. Der hängt da erstmal die ganze Zeit fest irgendwie. So. Jawohl. Jetzt kommen wir mal her hier. Wo ist die nächste Kiste oder so? Kamera? Danke. Kann ich doch bestimmt auch benutzen, ey. Da kann ich auch benutzen. Sehr schön! Gut, dass ich davor noch irgendwie mit Hazel mal gekämpft habe, wegen, wenn ich nicht mit Hazel gekämpft hätte, wüsste ich sowas nicht. Und hätte gegen den Seiler keine Schnitte. Aber so, ja, und so schafft man das halt. Gegen den Seiler. So, meine lieben Freunde, was kommt jetzt hier? Der Kaufmann, oder geht doch weiter hier in New York. Mann, oh Mann, oh Mann, was kommt denn da alles, ey? Ich dachte eher ernsthaft irgendwie, das wär's, aber da kommt noch einer, boah. Das war doch schon ein starker Gegner, jetzt kommt da noch einer. Mein lieber Scholli, ey. Was die mir ja alle hier vorwerfen, ey, boah. Naja, ich hoffe einfach mal, dass in der Nähe der gleich ist. Und zwar ist der Typ jetzt, boah, ist der weit entfernt. Aber wir können da gut eine Schnellreise hinmachen und dann einfach da runterlaufen, von daher ist das alles noch recht in Ordnung. Wenn es so geht, wie ich es mir vorstelle, hoffe ich jedenfalls. Nach Grenzland reisen? Nein, will ich nicht. Oh toll. Jetzt kann er wieder laden. Kapier ich auch nicht. Warum muss er denn laden? So. Ich würde sagen, gleich als allererstes die Pferdepfeife rausholen. Warum auch immer man die immer wieder auswählen muss. Bin ich immer noch scheiße gemacht. Aber naja, was soll's. Ich hoffe, man kann jetzt einfach hinreiten. Hoffe ich jedenfalls mal. Bin ich jetzt mal auch nebenbei richtig gespannt, was der Typ jetzt drauf hat. Bestimmt hat er auch wieder richtig viel drauf und man muss den gegen die ganzen Fässer irgendwie werfen und alles Mögliche. Naja, mal gucken. Der Kaufmann. Noch einer. Gut, dann bringen wir es hin. So, gleich mal seine Kompanen erledigen hier. Und dann nochmal den hier. So. Dann hau mal rauf. Oh ja, der hat wieder mehr drauf. So, wogegen kann ich den kloppen? Hier ist nirgendwo so wirklich was zum Kloppen. Dagegen vielleicht? Schaut nicht so aus. Hier sind keine Gegenstände. Hier ist nichts. Ist ein bisschen sehr blöd. Komm mal mit. Ne, da oben ist nichts. Ich dachte, da oben wäre irgendwas. Ah. Das könnte ich bestimmt benutzen. Dieses Fass da, aber er kommt halt nicht weiter raus hier. Nase an Nase stehen, das ist leicht. Ne, er kommt nicht weiter. Wie soll ich denn den dann erledigen? Was soll denn der Scheiß? Kommst nicht weit, solange ich stehe. Der kommt nicht weiter. Wie soll ich denn den denn bekämpfen? Ich meine, es hat doch gar... Doch! Doch, der ist ein bisschen leichter. Boah, warum sagt mir das keiner? Kommst nicht weit, solange ich stehe. Verteidigung durchbrechen bringt auf jeden Fall was. Ah, scheiße, da habe ich vergessen zu kontern, beziehungsweise überhaupt zu verteidigen. So, greif nochmal an. Nochmal. Und hau rauf, Kollege. Na komm, schlag mich wieder. So. Und nochmal Verteidigung durchbrechen, jawohl. Das tut weh. Nice! Der war auf jeden Fall leichter als der Seiler.
Und bei den Seilern musste man halt die ganze Zeit nur die Fässer benutzen. Und beim Kaufmann brauchte man nicht. Das Turnier! Jetzt geht's los, meine lieben Freunde. Und das nehmen wir auf jeden Fall auch noch mit. So Leute, da wäre ich wieder. Kein Plan, was los war. Einfach mal wieder Assassin's Creed 3 abgestürzt. Jedenfalls bin ich schon mal zum Turnier gerannt. Ja, in Boston befindet sich das. Und zwar genau hier. Genau da. Warum ich das euch sage? Naja, weil man das halt nicht so leicht findet. Denn das wird halt nicht leider markiert. Denn ich habe so circa 30 Minuten oder so gesucht in der Aufnahme. Ich hatte gerade eine Aufnahme, aber die entferne ich lieber. Wegen 30 Minuten nur am Rumsuchen, wo das fucking Turnier ist, kommt nicht so geil. Ich bin da auch mehr oder weniger schon upgeraged, meine lieben Freunde. Dann habe ich mir gedacht, ey, ich lösche die Aufnahme, guck nochmal in YouTube und dann mache ich den Scheiß einfach jetzt so genau vorm Turnier. Und dann starten wir einfach mal das Turnier und gucken, was uns da jetzt so Schönes erwartet für Gegner, die ordentlich auf die Arme wollen. Das Turnier, Mission starten. Na dann mal los. Ah, die sind bestimmt stark. Wow. Okay, kontern kann man auf jeden Fall die Gelben. Also die sind anscheinend wieder etwas leichter. Aber ich glaube, der Typ ist da ein bisschen stärker, oder? Ah, ja. Das kontert er auch. Das kontert er auch. Aber so kann ich vorgehen. Okay, verstehe. Okay, jetzt nochmal blocken. Oder eben so. So geht es natürlich auch. Zack. Ja, ich habe immer die Oberhand, Kollege. Jawoll. Alter, der hat ein Schwert. Diese miese Sau. Naja, wollen wir den gleich mal entwaffnen hier. Kann ja nicht so sein, ey. So, Kollege. Greifst du gleich wieder dein Schwert? Wird dir bloß nichts bringen. Da geht er down. Das war's aber noch nicht, ne? Da kommt doch gleich jemand, ne? Denn das war ein bisschen zu leicht. Ah, geht weiter. Na, mal gucken, wie der ist. Na los. So, den kontern wir einfach mal gekonnt. Ah, ich glaube, der ist ein bisschen stärker gewesen, genau. Aber die aussehen so wie die, sag ich mal, Penner, mehr oder weniger. Die haben halt gar nichts drauf. So. Zack. Kein Problem. Ah. Aber der ist bestimmt stark, der Typ. Gehört er eigentlich auch mit zum Kampf eigentlich nebenbei gefragt? Der etwas größere, die mischen sich die ganze Zeit hier ein. Was soll denn der Scheiß? Jawoll! Alter! Ja, du hast die Oberhand, du hast die Oberhand. Hohoho. Hey, Schallplatte, ey. Mann, Mann, Mann. Passt es oder geht's noch weiter? Geht noch weiter, okay. Gut, gut, dann gib mir mal den nächsten. Was kommt jetzt? Okay. Na, dann wollen wir mal. Alter, was? Was habe ich denn jetzt hier für einen Drogenmodus? Hat mir da jemand gerade irgendwie was zum Trinken gegeben oder was? Alter, was soll denn der Scheiß? Ich habe gerade total den Drogenmodus hier, wie man sieht. Gefällt mir mal gar nicht. So. Jawoll. Und da auch nochmal gleich hier. Ja, schade. So. Oh, oh.
Schlag doch mal auf den einen, den Kollegen da. Jawohl. Hab ich verloren? Alter, was ist das für ein Drogenmodus? Was soll denn der Scheiß? Ich hatte doch eigentlich noch ein paar Leben. Hä? Warum habe ich jetzt so einen verdammten fucking Drogenmodus? Was soll... Hä? Was soll der Scheiß? Ja, komm. Versuchen wir nochmal den Scheiß. Ich kapier's nicht, warum ich gerade so einen Drogenmodus hatte. Ich meine, es würde Sinn ergeben, wenn mir irgendein Gegner was verabreicht hätte irgendwie, aber hat keiner. Glaube ich jedenfalls, dass mir kein Gegner was verabreicht hat. Ich weiß auch gerade gar nicht, wer der Obermaserfucker ist, also wer mehr drauf hat und wer ein bisschen leichter ist. Das weiß ich halt gerade leider nicht. So. Zack. Ruhe. Versuche ich doch die ganze Zeit. Sag mal, verliere ich eigentlich die ganze Zeit nebenbei? Ich verliere auch noch die... Ach, Chirurg hat mir was... Achso, der Chirurg hat mir verabreicht. Okay, das ergibt ein bisschen Sinn. Aber ich verliere auch nebenbei die ganze Zeit auch... So die ganze Zeit Health. Das ist irgend so ein Gift, was er mir gegeben hat, ey. Finde ich gar nicht geil. Alter, ich sehe nichts. Ich verliere die ganze Zeit Leben. Ey, wie gemein ist denn der Scheiß? Boah, ey. Also, das Turnier hat's echt in sich. Ohne Spaß, Leute. Boah, ey. Ich meine, Drogenmodus schön und gut. Damit kann ich irgendwie noch leben. Aber, wenn mir nicht die ganze Zeit Leben abgenommen werden würde, dann wäre das eigentlich noch recht easy. Aber nein, mir wird die ganze Zeit nur Leben abgenommen. Was soll denn der Scheiß? Boah, ist das gemein, ey. Jetzt wären auf jeden Fall schon mal alle erledigt. Das ist schon mal sehr geil. Der nimmt nur noch der. Die haben auf jeden Fall jetzt wirklich die Oberhand. Also wenn ich Sets verhaue, dann ist es auf jeden Fall gar nicht gut. Oh ja, der ist gleich down. Jetzt stelle ich mich doch schon besser an. Oh ja, jetzt ist er down. Na endlich. Alter, war der Kampf krass, ey. Pass auf, jetzt geben sie mir noch so einen riesen dicken, ey. Und der ist fast schon im Boden drin. Oh, kommt noch einer? Okay. Eine Frau? Okay. Will ich eigentlich nicht so gerne gegen eine Frau kämpfen, aber was sein muss, muss sein, oder was? Pass auf, die holt gleich die Peitsche raus und dann geht's los, ey. Warum muss ich jetzt gegen eine Frau kämpfen? Kannst mir doch nicht sagen, dass die Frau was drauf hat, oder? Hat die was drauf? Alter, die hat gar nichts drauf. Da war der Chirurg eindeutig noch viel, viel stärker. Was? Ach, Rauchbombe haben wir hier. Auch schön. Okay, die arbeitet mit komischen Tricks auf jeden Fall, wie man sieht. Interessant. Also hat sie doch schon irgendwas drauf. Dass einfach mal ihre Gesundheit wieder regeneriert. Aber jetzt hat sie nichts regeneriert. Irgendwie wechseln sich die ganze Zeit, glaube ich, ab. Da sind zwei irgendwie. Kann das sein? Das könnte gut möglich sein. Interessant. Auf jeden Fall war der Chirurg am stärksten, ey. Und jetzt kommt wieder die andere Jägerin. Interessant. Boah, ey. Der Typ die ganze Zeit. Jetzt hast du die Oberhand. Ohne Spaß, der Chirurg war am stärksten. Die Jägerin war schon irgendwie stark, aber nee. Das Turnier haben wir geschafft. Yippie-yay. Mission beendet. Schöne Ding, schöne Ding.
So, damit hätten wir das auch beendet. Weitere Schlägermissionen gibt es ja, glaube ich, mal nicht mehr, oder? Dann kann ich mich vorstellen, das war's. Ja, dann werde ich ab hier erstmal diesen Part beenden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Assassin's Creed 3 wieder. Chakalaka, Motherfucker, Boy.